Yo, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog! Und zwar zum 1000. Daily Onessa Vlog. Ich freue mich so riesig, heute ist so ein besonderer Tag in ganz vielerlei Hinsicht. Mehr dazu im Laufe des Videos. Erstmal ist das der allererste Vlog, wo ihr mich mit meinen Extensions seht, die so lang sind. Die sehr geil sind. Ich freue mich sehr. Das einzige Problem ist, es war vielleicht nicht so schlau, die im Sommer zu machen, wenn es so heiß ist. So heiß war es gefühlt noch nie in Deutschland. Ich sterbe. Aber ich bereue nichts. Ich finde das geil. Ich habe die jetzt nicht gemacht. Die sind jetzt noch von gestern gewellt und ich hatte die in der Nacht als geflochtenen Zopf. Deswegen, wenn die jetzt ein bisschen wuschig hier oben sind und generell wuschig sind, I'm sorry, aber ich habe die jetzt nicht extra nochmal gemacht, weil gleich muss ich eh arbeiten und dann werde ich sie wieder flechten. Ja, das ist der 1000. Vlog. Es ist so krass, dass ich schon 1000 Vlogs hochgeladen habe und Fabio und ich haben gerade mal geguckt, ich habe generell auf YouTube über 1500 Videos hochgeladen. Das ist so krass. Und an der Stelle einmal ein riesengroßes Dankeschön an jeden Einzelnen von euch, an alle, die meine Vlogs jeden Tag gucken, an alle, die einfach so vorbeischauen, an alle einfach, die an meinen beiden Kanälen oder an einem Kanal beteiligt sind, die am Start sind. Ich freue mich riesig darüber. Ich bin unfassbar glücklich darüber. Ich hoffe, dass es noch eine lange Reise zusammen sein wird, dass wir noch eine lange Zeit zusammen sein werden und ich noch lange auf YouTube sein kann und Videos produzieren kann. Ich liebe es und ich möchte erstmal nicht damit aufhören und ich hoffe, ihr seid dabei. Ja, danke. Und es gibt eine ganz große Neuigkeit, die ich euch auf jeden Fall noch sagen werde, aber erst später. Und ansonsten habe ich mir was überlegt für dieses Video, was ganz Besonderes, was es noch nie bei mir auf YouTube gab, noch nie und schon so lange angefragt ist. Dafür werde ich diesen 1000. Vlog als Anlass nehmen, um das zu machen. Das machen wir jetzt. Und zwar Fancalls. Ich werde euch jetzt anrufen. Es ist nämlich jetzt schon 10 vor 5. Ich habe noch eine Stunde, bis ich auf die Arbeit muss. Und ich habe jetzt den ganzen Tag mit Videoschneiden verbracht, mich gerade geschminkt. Und jetzt werde ich euch anrufen. Ich habe euch vor einer Woche, anderthalb Wochen auf Instagram darum gebeten, mir eure Nummern zu schicken. Ich hoffe, dass ihr vielleicht jetzt nicht mehr damit rechnet. Keine Ahnung. Und ja, ich habe keine Ahnung, was ich sagen werde. Ich glaube, ich sage einfach, yo, was geht ab und hoffe, dass ihr mich erkennt und warte dann mal, was passiert. Das ist irgendwie voll unangenehm. Keine Ahnung. Ja, und bleibt auf jeden Fall dran, denn es gibt noch eine riesengroße Neuigkeit. Jetzt mach's mir mal bequem und dann call ich euch. Und er chillt da so auf dem Boden an der Tür. Bibi! Bibi! Wie einfach nur die Ohren bewegt. Sandy! Bist du zu müde, um hochzugucken? Na gut. Okidoki. Dann suche ich mir jetzt mal ein paar Nummern raus, beziehungsweise nacheinander. Und werde euch ancallen. Hi! Oh Gott, ich bin richtig aufgeregt. Richtig aufgeregt. Okay, are you ready? Ich rufe jetzt die erste Person an. Ja, hallo? Yo, was geht ab? Are you fucking serious? Ich wollte nicht mal einen Prank machen. So wie die meisten. Ich wollte dich einfach nur anrufen und du legst auf. Mit der Mailbox von... Seriously? Ist das dein Ernst? Hallo? Hallo? Hier ist Vanessa. Scheiße! Kannst du bitte aufhören, einfach aufzulegen? Und ich dachte so, wer will ich denn jetzt verarschen? Oh, ich wollte nicht mal Pranks machen. Ich dachte so, wenn ich sage, yo, was geht ab, dann erkennt man mich direkt, aber nein. Oh, sorry. Das war wohl nichts. Oh Mann. Wie geht es dir? Bis auf die Hitze geht's mir ganz gut. Schön. Du bist in meinem Video. Du bist die Erste, die ich anrufe heute.
Weil, weißt du, was heute ist für mich? Der 2.8. Ja. Und weißt du, was heute noch ist? Der 1000. Vlog? Ja! Ja! Und deswegen dachte ich, ich mach mal Fancalls und rufe euch an, so als Highlight. Das freut mich. Ja, cool, freut mich auch. Freut mich, dass du nochmal dran gegangen bist. Ich dachte, hoffentlich geht sie nochmal dran. Oh, bitte, bitte, bitte. Oh. Und ich dachte, du gehst jetzt ran, gehst jetzt nicht ran. Ach, gehst du nochmal ran? Ja, Gott sei Dank. Das soll mir bitte nicht so fliegen. Ja, möchtest du vielleicht irgendetwas loswerden in meinem Special Vlog? Ja, ich freue mich jeden Tag auf deine Vlogs, bis auf Mittwoch, dann bin ich depri, dass ich keine Vlogs gucken kann. Oh. Ich denke mir so, scheiße, heute ist Mittwoch. Hi, voll cool. Ja, aber ich mag dich sehr, sehr gern. Also von allen YouTubern mag ich dich am meisten. Weil du verstellst dich nicht. Und die anderen, zum Beispiel Dagi, ich finde, die verstellen sich alle, außer du bist so ehrlich. Und alles. Oh, danke schön. Das freut mich. Danke. Oh Gott, ich bin so am Schwitzen. Oh, richtig aus. Der ist gerade beim Sport bzw. arbeiten, aber richtig aus. Tschüss. Tschüss. Also ich würde sagen, das war doch schon mal ein voller Erfolg. Jetzt suche ich mir die nächste Nummer raus. Alles klar, hoffentlich klappt das jetzt bei der Person. Seht ihr eigentlich Stalzi, wie er sich abschlägt? Guten Tag, wir sind verbunden. Okay, das war nichts. Eine Fanpage. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. The person you are calling is not available. Ihr gewünschter Gesprächs... Ich werde es gleich nochmal versuchen. Wenn das jetzt hier der Fail wird und keiner geht dran, ne, dann cry ich. Also ihr macht's mir echt schwer. Hallo, hier ist die Mobilbox von 017. Ah, ich dreh durch. Das kann doch nicht wahr sein. Ihr gewünschter Gesprächspartner. Der gewünschte Gesprächspartner. Ey Leute, ich habe so viele Nummern jetzt schon angerufen. Und bis jetzt ist erst eine Person drangegangen. Are you fucking kidding me? Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist leider nicht vergeben. Ups. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit live. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit. Was wird das hier? Von Ihnen gewählte Rufnummer ist leider. Wollt ihr mich verarschen, verdammte Scheiße? Der angerufene Teilnehmer antwortet nicht. Hallo, hier ist Timo. Leute, Alter, ich habe so viele Nummern jetzt gewählt und die erste ist die einzige, die dran gegangen ist. Das gibt es nicht. Das kann doch nicht sein. Und es ist jetzt auch keine Uhrzeit, wo man irgendwie generell nicht zu Hause ist. Ich drehe gleich durch. Da will ich einmal so ein Video machen, ne? Und habe einfach nur Pech. Was war das denn? Hallo? Jo, was geht ab? Jo, was geht ab? Ha, hier ist Vanessa, hi! Hallo? Wie geht's? Gut. Gut? Ich drehe gerade, also ich vlogge gerade, weil heute ist mein 1000. Vlog. Und da dachte ich, ich rufe mal ein paar von euch an. Und du bist tatsächlich erst die zweite, die rangeht. Und alle anderen 1 Million Leute sind nicht rangegangen. Ja, ich habe gerade nichts gehört, deswegen. Ich habe auch nichts gehört, aber Gott sei Dank bist du jetzt dran gegangen. Ich danke dir dafür, weil ich war gerade schon kurz am Verzweifeln, weil keiner dran geht. Ich habe mich ehrlich verärgert. Ja, wie geht's dir? Alles cool? Was machst du so? Geil, was läuft? Ja, keine Ahnung, ich gucke mit meinen Eltern irgendwie. Okay, liebe Grüße. Ja, es wird sehr warm. Oh ja, oh ja, es ist wirklich sehr warm. Ich schwitze hier mich auch zu Tode. Also wir haben 34 Grad, 35. Boah, gute Frage. Ich gucke jetzt auch mal, was bei mir angesagt ist. 33.
Halleluja. Ja. Na gut, hast du es noch ein bisschen ja. schlimmer. Ciao! Danke, dass du dran gegangen bist. Auf ein neues. Guten Tag, Sie sind verbunden mit der Mailbox. Natürlich, es geht direkt weiter. Ihr Gesprächspartner ist... Asta, ich komme zu dir, solange bis jemand hier dran geht. Ihr Gesprächspartner ist... Why? Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist leider nicht ver... Guten Tag, Sie sind verbunden mit... Hallo, hier ist die... Hallo, ach du bist es. Schön, dass du anrufst. Ich bin zurzeit leider nicht erreichbar, aber hinterlass mir doch eine Nachricht nach dem Piepton. Danke. Yo, was geht ab? Hier ist Vanessa. Ich wollte dich gerne für ein Fan-Call-Video anrufen für meinen 1000. Vlog. Aber leider bist du nicht dran gegangen. Trotzdem ganz liebe Grüße. Also mindestens einen will ich noch erreichen. Guten Tag, Lilith. Die gewählte Nummer ist nicht vergeben. Hallo? Yo, was geht ab? Okay. Das war creepy. It's getting hot in here. Hallo? Yo, was geht ab? Oh mein Gott. Hi! Hi! Wie geht's dir? Gut, und dir? Ja, auch. Oh mein Gott, mein Herz. Was machst du Schönes? Ich schwing mich gerade aus Langeweile. Oh, geil, auch nicht schlecht. Was hast du heute noch vor? Erzähl mal. Also ich denke, Netflix and Chill. Sehr geil. Perfektes Programm. Würde ich auch am liebsten machen. Und oh, danke schön. Ich dich auch. Ihr seid so süß. Das war eine gute Idee. Das ist richtig schön, euch so zu hören. Das ist richtig toll. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht... Hallo, hier ist die Mobilbox von... Okay, Leute. Ey, ich hab's so viel versucht. Jetzt ist es jetzt über eine Stunde rum. Und ich muss jetzt zur Arbeit, ich muss mich fertig machen und muss los. Ich hätte so gerne noch mit mehr von euch gequatscht, aber... Was soll ich machen, wenn ich nicht dran gehe? Könnt ihr bitte dran gehen, wenn ich anrufe? Excuse me? Aber danke, danke, danke an alle, die dran gegangen sind. Und an alle anderen, beim nächsten Mal geht ihr gefälligst dran. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr nochmal ein Fancall-Video sehen wollt. Ich muss sagen, ich hatte mega Angst anfangs vor diesem Video, deswegen habe ich es auch noch nie gemacht. Aber so im Nachhinein war es richtig cool, es war richtig toll mit euch zu sprechen. Ihr seid super liebe, tolle Menschen. Also danke an alle, mit denen ich sprechen durfte. Danke, 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 danke. Ein Riesenherz an euch. Und ja, jetzt mache ich mich schnell fertig und dann geht's arbeiten. Ich bin zwar gerade dabei, mich umzuziehen, aber es besteht die Chance, jetzt doch noch eine Zuschauerin zu erreichen. Sie ahnt es nämlich, dass ich es bin. Weil sie hat mir gerade auf Instagram geschrieben, hast du versucht mich anzurufen? Ich habe voll vercheckt, dass du vielleicht anrufen könntest und ich bin nicht dran gegangen, so ungefähr. Deswegen rufe ich sie jetzt einfach nochmal an. Franziska, hallo. Yo, was geht ab? Yo, was geht ab? Hi.
eigentlich habe ich diese Fancall-Sache jetzt schon beendet. Also nur für dich mache ich jetzt eine Ausnahme, weil du mir gerade geschrieben hast. Oh, ich bin voll aufgeregt. Ich auch. Ich muss sagen, dass du eigentlich eine richtig coole YouTuberin bist. Oh. Eine der coolsten. Dankeschön. Ja, und eigentlich bist du so eine voll coole Person so für mich, weil ich finde immer so die ganzen YouTuber, die sind immer, also die schreiben einem nicht so, weil die halt immer so eine große Reichweite haben. Und bei dir finde ich es einfach so cool, weil du bist noch so klein sozusagen von den Abozahlen, obwohl das eigentlich gar keine Rolle spielt, aber du kannst dann noch so vielen antworten, das finde ich so schön. Ja, das stimmt. Ich muss einen dicken Daumen hoch für dich geben und ganz viel Lob aussprechen. Oh, danke schön, das ist lieb von dir. Danke. Aber das ist voll komisch. Ich habe immer nur so mit dir geschrieben und weiß zwar deine Stimme, aber das ist voll komisch, jetzt so. Ja, ich kenne jetzt auch deine Stimme. Und ich finde das immer voll schön, wenn du vloggst und dann dich dabei schminkst, das liebe ich immer. Also soll ich das öfter machen, ja? Ja, finde ich cool. Und ja, okay. Finde ich auch immer voll motivierend. Das gucke ich auch immer voll gern. So, wenn du den Zeitraffer machst, das liebe ich. Oh ja, ich könnte mal wieder Sport machen. Jetzt, wo du es so sagst, upsi. Ach Quatsch. Ja, bald. Immer so machen, dass es einem noch Spaß macht. Ja, das stimmt, da hast du recht. Scheiße, ich weiß, wer es ist. Ja, Gott sei Dank. Keine irgendwelche komischen Personen, die einen stören wollen. Nein, nur ich. Aber ich bin auch eine komische Person, die dich stören wollte. Nein. Du bist nicht komisch. Oh, danke. Tschüssi. Ciao. Ich liebe euch. Hallo? Beb. So, ich habe mich jetzt fertig gemacht. Hier sind übrigens meine 7 Kilometer langen Haare. Und ich will jetzt arbeiten gehen. Und es wird sehr voll. Also, wünscht mir Glück. Tschüss, Styles. Die anderen beiden, keine Ahnung, wo die sind. Tschüss. So, Leute. Mopedentour beginnt. Help. Ach so, Leute, jetzt wo wir hier alle so schön zusammensitzen, darf ich euch mal kurz was sagen? Was denn? Ihr seid gerade im 1000. Vlog. Ihr könnt mir jetzt übrigens gratulieren. Glückwunsch. Danke. Ja. Was? Wie sitzen Sie denn eigentlich? Schön. Ganz hinten auf. Bei dir rennen. Ja. Nee, auf der Eiskiste. Beim Fahren. Okay, Peoples. Wir sind die Coolen, wenn wir cruisen, wenn wir durch die City düsen. Ich werde ein bisschen. Okay, tschüss, ja. Tschüss. Ich hab ein bisschen Angst, ehrlich gesagt, ne? Aua, Lavendel! Aua! Ich hab mir Lavendel gefasst. Autschen. Aua. Hey, yo! Ciao. Boah, Glück gehabt, das war knapp. Das ist so geil, wenn man mit der Moped hier langfährt und alle abklatscht. Woran? Oh, da ist ein Urlaubsguru. Ein Urlaubsguru. Oh, da haben sie so ruckelig. Hello, ich bin jetzt zu Hause. Ich habe Feierabend. Es ist schon relativ spät. Oh Gott, ich sehe ultimativ fertig aus. Oh mein Gott. Fabio schläft. Ich wollte euch ja noch was erzählen. Ich werde das morgen machen. Schaltet unbedingt morgen ein. Gut, unbedingt einschalten. Bis morgen. Jo. Tschüss. Nala möchte Motten fangen. Und jetzt könnt ihr vielleicht Nala miauen hören. Was ist da? Was ist da? Oh. Nala miaut eigentlich so. Au! Da oben fliegen zwei. Das ist das Paradies. Ja, du auch.
glaube, die kommen nicht, wenn du miaust. Ich glaube, das ist denen egal. Ne? Oh. Au. Hören die nicht? Ist denen das egal? Ja. So viel miaut Nala in 5 Jahren nicht. Wie jetzt gerade. Die miaut nicht mal einmal pro Tag. Jetzt guckst du denn so. Und sie so, verstehe ich das nicht. Okay, tschüss jetzt.